Hello, my name is Adrian. This is my dog. My dog's name is Fluffy. Adrian. Oh Mann, jetzt muss ich wie ein Lehrer aussehen. Hi, hi, Family. Heute will ich dir ein paar Tipps geben, wie du die Abschlussprüfung Präsentation auf Englisch wie ein Profi machen kannst. Themenauswahl. Zuallererst erkunde dich bei deinem Lehrer und frag, wie viel Freiheit du bei der Themenauswahl hast. Normalerweise darfst du dir jedes Thema aussuchen, solange es nicht zum Hass gegen andere Menschen aufruft, pornografische Inhalte hat oder gegen Schulregeln verstößt. Du weißt schon. Vergiss auch nicht, dass deine Präsentation auf dein Kursniveau angepasst sein sollte. Wenn du die Abschlussprüfung Präsentation präsentieren willst, würde ich dir Folgendes nicht empfehlen. Hello, my name is Adrian. This is my dog. My dog's name is Fluffy. Wenn dein Lehrer dir die freie Wahl des Themas überlässt, empfehle ich dir, ein Thema zu wählen, von dem du glaubst, dass es die Zuhörer interessiert. Aber vor allem ein Thema, das dir gefällt. Wenn dir das Thema von Lehrer vorgegeben wird und du es nicht magst, zwinge dich. Zwinge dich, es zu mögen. Überzeuge dich selbst. Tu alles, was du kannst, um den Thema für dich interessant zu machen. Denn wenn du präsentierst, ohne Interesse an diesem Thema zu zeigen, wird es eine schlechte Erfahrung für dich, für deinen Lehrer und vor allem eine schlechte Erfahrung für deine Note sein. Wir gehen jetzt zum Inhalt. Informiere dich. Sobald du das Thema hast, informiere dich. Die Informationen, die du im Kopf hast, reichen nicht aus. Such also auch im Internet oder in Büchern nach zuverlässigen Informationen. Vergiss nicht, dass du am Ende deiner Präsentation die Quellen nennen musst, aus denen du die Informationen bezogen hast. Schreib also jedes Mal, wenn du Informationen von irgendwoher verwendest, die Website oder das Buch auf, wo du sie gefunden hast. Andernfalls wirst du am Ende vergessen, wo du die Informationen her hast. Sobald du die benötigten Informationen hast, musst du diese organisieren. Unabhängig davon, wie lang deine Präsentation ist, ob sie eine Minute, 5 Minuten oder 15 Minuten dauert, musst du sie in drei Teile gliedern. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Eine gute Einleitung ist der Schlüssel. Damit kannst du deine Zuhörer dazu bringen, dass sie entweder wollen, dass du weitermachst oder dass sie sich langweilen und vom Thema abgekoppelt werden. Deshalb empfehle ich dir, mit etwas zu beginnen, das die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zuhörer weckt. Zum Beispiel mit einer Frage, einer Anekdote oder einer sehr interessanten Tatsache. Do you know that feeling when you come home after school or work? You sit down on the couch, put your hand in your pocket, take out your phone and start watching videos or chatting with your friends for a short period of time. Und bitte, sei originell. Denn was du jetzt hören willst, haben Schüler schon seit am Beginn der Menschheit gemacht. Hello, Mr. and Mrs. Today I'm going to present you my presentation. Es ist Zeit, diese langweilige Anleitung endlich zu ändern und zu verbessern. Sobald du die Aufmerksamkeit der Zuhörer gewonnen hast, stell dein Thema oder dein Inhaltsverzeichnis vor und entwickle es weiter. Hauptteil. Der Hauptteil ist der Kern der Informationen, die du weitergeben möchtest. Hier solltest du alle themenbezogenen Inhalte und Daten, die präsentieren willst, erklären. Wenn du viele Informationen hast, aber du denkst, dass du nicht genug Zeit hast, um alle zu erwähnen, beginne damit, die weniger wichtigen Punkte beiseite zu lassen. Sei auch vorsichtig. Wenn du zu viele Punkte in zu wenig Zeit unterbringst, dann kann es sein, dass die Zuhörer die Aufmerksamkeit verlieren oder die Hälfte davon vergessen. Es ist besser, weniger und bessere, erläuterte Punkte zu haben, als viele Punkte, die nicht so klar sind. Last but not least, der Schluss. Am Ende ist es sehr wichtig, den Zuhörer mit einem guten Mundgeschmack zurückzulassen. Hier kannst du, wenn du willst, eine kurze Zusammenfassung des gesamten Inhalts machen oder direkt zu einer eigenen Meinung über das Thema gehen. Denk daran, dass ein guter Anfang genauso wichtig ist wie ein gutes Ende. Streng dich also an und mach etwas Originelles und vermassele es nicht am Ende. Live for God, help others.
and make a difference. Gut, jetzt wissen wir, wie wir unsere Inhalte organisieren müssen, aber wie sollte die Präsentation visuell aussehen? Ich werde dir hier ein paar Tipps geben. Als wir klein waren, haben wir Präsentationen gemacht, indem wir Plakate oder Zeichnungen anfertigten und diese vorstellten. Das ist zwar schön und zeigt, dass du dir Mühe gegeben hast, das Poster zu zeichnen und zu dekorieren, aber wenn deine Präsentation länger als eine Minute dauert, gebe ich dir einen Tipp. Vergiss es! Hier ist der Grund dafür. Hast du dich jemals gefragt, wieso Instagram Stories oder YouTube Shorts so erfolgreich geworden sind? Man kann sie stundenlang unterbrochen anschauen. Das liegt daran, dass es sich um kurze Videos handelt und alle 20 oder 30 Sekunden ein neues Video erscheint. Und noch eins und noch eins. Und diese ständigen Themen- und Bildwechsel erzeugen Dopamin in unserem Gehirn und sorgen dafür, dass wir uns stundenlang amüsieren und nicht aufhören können, auf den Bildschirm zu schauen. Mit unserer Präsentation wollen wir etwas Ähnliches erreichen. Wir wollen die Aufmerksamkeit mit unseren Worten, Bewegungen und neuen Bildern fesseln, sodass du das Interesse und die Aufmerksamkeit des Hörers für das Thema behältst. Wenn du ein Plakat mit allen Inhalten, die du erklären willst, mitbringst, hat der Zuhörer in den ersten 10 Sekunden bereits alle Informationen gesehen, die du mitgebracht hast. Und in der restlichen Zeit werden alle neuen Informationen, die er erhält, nur durch das Hören kommen. Also, deine Worte. Das kann dazu führen, dass deine Zuhörer sich langweilen oder schnell irgendwo anders schauen und von etwas abgelenkt werden, über das, was du gerade nicht sprichst. Nein, du willst sowohl akustisch als auch visuell immer neue Inputs bieten. Mach dann, wenn möglich, eine digitale Präsentation mit mehreren Folien, entweder mit PowerPoint, Prezi oder andere Programmen. Und bitte, lass es nicht schwarz auf weiß und alles gleich groß geschrieben sein. Denn wenn man sowas anschaut, will man vor Langeweile sterben, bevor du überhaupt das erste Wort sagst. Also bitte, verwende Farben, Bilder und sogar Videos. In der Beschreibung hinterlasse ich dir eine Reihe von Links, wo du qualitativ hochwertige, kostenlose und copyright-freie Videos und Bilder suchen und herunterladen kannst. Die kannst du auch gerne in deine Präsentationen benutzen. Also lasse deine Fantasie freien Lauf und male nach Herzenlust. Außerdem solltest du nie zu viel Text auf eine Folie schreiben. Präsentationen sollten wenig Text erhalten. Nur ein paar Sätze, damit der Zuhörer die Informationen, die du gerade erklärst, besser verstehen können. Füll den Rest mit Bildern oder Videos aus. Also gut, wir haben den Inhalt und die Präsentation. Jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Wie wir präsentieren sollten. Nummer 1. Bitte komm nicht so gekleidet. Das erste, was du morgen tun solltest, ist duschen und gut aussehen. Aber bitte mit Seife duschen. Sei kein Schwein. Ich kann es nicht so gut. Kleide dich so, dass du dich wohlfühlst, aber auch elegant bist. Wenn du gut riechst und gut aussiehst, ist es Zeit zuzuschlagen. Studien zeigen, dass in einem Gespräch 35% der Informationen durch deine Worte und die restlichen 65% durch nonverbale Kommunikation übermittelt werden. Das heißt, durch deine Tonlage, deine Gesten und Bewegungen, dein Gesichtsausdruck und so weiter. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du die folgenden Tipps beachtest. Zeige dein Interesse an dem Thema. Tu sowas nicht. Langweiliges Gerede. Zeige mit deinem Körper Aufregung und Interesse. So als würdest du deinem Freund die gute Nachricht mitteilen. Wenn dein Körper zeigt, dass du von dem Thema fasziniert bist, werden auch die Zuhörer Interesse zeigen. Spreche und schaue dabei die Zuhörer an. Wenn du vorträgst, schaue nicht auf den Boden, an die Decke oder hinter dich. Schaue zu deinem Lehrer oder Zuhörer. Wenn du nervös bist und dich durch die Blicke der Augen abgelenkt fühlst, schaue etwas über oder unter die Augen, zum Beispiel auf die Stirn, die Haare oder das Kinn. Viele Schüler fragen mich, ob es besser ist, frei zu sprechen oder ein Thema auswendig zu lernen. Beide Aspekte haben ihre positiven und negativen Seiten. Normalerweise würde ich dir empfehlen, das Thema zu verstehen und zu versuchen, es auf eine freie und natürliche Weise zu erklären, als ob du bei einem normalen Gespräch wärst. Das Problem, da Englisch nicht eure Muttersprache ist, ist es wahrscheinlich, dass du beim freien Sprechen grammatikalische Fehler machst oder bei der Präsentation einige Wörter oder Vokabeln vergisst. Andererseits, wenn man alles auswendig lernt, neigen die Menschen dazu, sowas zu tun. These digital friends have become a very important part of our lives. That's why I want to explain to you what makes this screen so special, starting with some facts, effects of the screen. So I'll continue explaining what social media is.
So the first question is... Wenn du also eine fehlerfreie Präsentation halten möchtest, rate ich dir, den Text auswendig zu lernen, ohne dass es offensichtlich ist, dass du es auswendig gelernt hast. Verstehst du, oder? Bewege deinen Körper, betone gut, mache kurze Pausen, wenn es angebracht ist und tue so, als ob du frei reden würdest, obwohl du es eigentlich auswendig gelernt hast. Das sollte aber niemand merken. Also, und das war's. Wenn du diesen Tipps befolgst, werden sich sogar die Lehrer in dich verlieben. Nein, okay. Nicht so viel, aber du wirst bei deiner Präsentation gut abschneiden. Also, hab keine Angst, folge den Schritten, sei mutig und sei darauf vorbereitet, eine gute Note zu bekommen. Hier lasse ich dir ein Beispiel, wie du wie ein Profi eine 5-minütige Präsentation machen kannst. Let's go. Bin ich hier nah genug? So, und da? Hi, Family. Heute werden wir schauen, wie wir... Hi, Family. Heute werden wir schauen, wie wir ein Profi präsentieren können. Let's go!